Ja, aber wenn es das so viel gab, warum dann diese ganzen Astrologen? Warum kenne ich dann keine? Ich wollte nicht den Hexenholocaust leugnen. Steht das schon? Krater. Gewonnen! Und noch ein Wort. Haben Sie noch eins? Sagen Sie es nicht. Sagen Sie es nicht. Wie viel? Sag ich. Sagen Sie es nicht. Sag ich. Trier. So, der raus, kriegt kein Geld. Raus. Ich werde hier live im Fernsehen nicht angeschissen. Sowas gibt's hier bei mir schon mal gar nicht. Ja? Wer aggressiv wird, ich komme privat nach Hause. Sowas läuft hier nicht. Wir machen Spaß hier, ein bisschen Respekt, sowas geht gar nicht. Wenn ich sofort so böse, das kann ich nicht gebrauchen hier. So, nächster 5. Großartig, Tino, was war denn das für ein Gold? Das war ein Ausschnitt aus einer neuen Live-TV-Show. Wir kennen es doch alle, oder? Wir kennen es alle, ja. Unsere Generation eigentlich. Wir kennen es vor allem, seit sich ein Hörerwunsch zu diesem Thema gewünscht wurde. Der jetzt auf jeden Fall noch vor dem neuen aufgenommen wird. Ich will es trotzdem erwähnen, es gab noch jemanden, der sich einen über Weimar gewünscht hat. Mhm. Der wird auch in baldigster Bälde folgen. Ich hoffe, das schaffen wir ganz schnell. Und ich hoffe, dass ich auch nach der Operation, dass ich dann irgendwie ordentlich reden kann und so. Ich weiß ja nicht, wie das dann erstmal wird. Muss vielleicht ja dann schweigen für ein halbes Jahr. Ja. Wäre auch witzig. Vielleicht. Eventuell schaffen wir es ja auch, den am Montag noch aufzunehmen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Montag hätte ich vielleicht nochmal Zeit. Ja. Ansonsten bin ich halt dann leider erstmal nicht in Weimar 2 Tage und dann direkt halt im Krankenhaus am Dienstag. Schiete. Naja, gut. Auf jeden Fall, das sei dann nochmal gesagt. Wir bemühen uns. Heute aber 9 Live und Konsorten. Wie heißt das denn eigentlich, diese Kacke? Ja, so Telegame-Shows vielleicht, wo Menschen aufgefordert werden, anzurufen und einen Quiz zu beantworten. Und dann können sie halt Geld gewinnen. Und die Masche ist halt, dass du pro Anruf irgendwie 50 Cent bezahlst und die aber keinen durchstellen, bis sie halt einen gewissen Betrag erreicht haben, was sie dann wieder ausschütten können. Ja, und zwischendrin kommen Einzelne bestimmt auch mal durch. So. Ja, die auch dann falsch liegen. Um die anzufixen. Und es gab eben dann auch so Gerüchte, dass es auch Fake-Anrufer gab, die dann falsche Meldungen gemacht haben, die dann absichtlich falsche Antworten gaben. Aber das Hauptding ist, glaube ich, auch, ja, wir dürfen nicht so durchrushen, aber es gibt ganz, ganz viele Kritikpunkte an solchen Sendungen, aber die hatten halt voll den Boom lange Zeit. Ja. Ich würde sagen, so von 2004 bis 2010, so war so die Halbzeit. Keine schlechte Schätzung, Tino. 2001... Und die Auflösung, ich wusste gar nicht, dass es aufgelöst wurde, ehrlich gesagt. Mhm. Ich dachte, vielleicht läuft das heute noch, aber kein Schwein guckt's oder so. Die Auflösung war 10 Jahre später. Genau, es lief so, glaube ich, bis 11. Ich habe auch gelesen, dass sie ungefähr, also kurz vor der 10-jährigen Jubiläumsfeier, haben sie sich irgendwie aufgelöst oder wurden sind pleite gegangen, weil nicht mehr so viele Menschen angerufen haben. Oder nicht pleite gegangen, aber die mussten dann irgendwie schließen aus irgendwelchen Gründen. Was ich nicht wusste, ist, dass 9 Live in dem Fall eine Unterkategorie von ProSieben Sat.1 ist. Das wusste ich auch nicht, tatsächlich. Guck an. Ja, witzig. Also, gab's schon Momente. Ich habe mir da auch gerne ein paar Sachen angeguckt. Und auch früher beim Durchseppen ist man irgendwie immer mal wieder hängen geblieben. Ja. Man wusste immer, das ist absolute Scheiße. Aber es funktioniert halt irgendwie einfach. Du bist halt, wenn da irgendwie so ein Rätsel steht, wo du sagst, Alter, das ist doch bestimmt super einfach. Dann kickt dich halt das so irgendwie schon so. Okay, das löse ich jetzt. Aber ich würde da halt nie anrufen, so. Das ist halt schon irgendwie dumm. Habe ich auch nie gemacht, aber ich kannte schon so 1-2 Leute aus meinem Schulkontext, die auch gelegentlich angerufen haben, aber nie durchkamen. Mhm. Weil es gab ja so eine Telefonnummer immer, die du anrufen musstest. Dann gab es immer so, hieß das Leitung. Du musst Leitung 1, 2, 3, 4 erwischen. Dann wirst du reingestellt, aber dann hast du angerufen, dann hieß es dann immer... Die bestimmte Leitung ist dann halt zu einfach. Genau, sie haben Leitung 8 erreicht. Versuchen sie es einfach nochmal. So. Und das war halt die große Krux an der Sache, dass du einfach nicht durchkamst und nicht die Chance hattest, da durchzukommen. Ich guck mal, ob ich da eine Statistik finde. Das würde mich echt mal interessieren, aber das werden die wahrscheinlich nicht veröffentlicht haben, wie viele Anrufer die tatsächlich pro Minute hatten. Weißt du wie? Ob das wirklich so
Dass da 100 Leute anrufen pro Minute oder ob das eher so... Das Verdächtige war ja eigentlich, dass die ja wirklich ganz viele Zuschauer hatten, 9 live. Ja. Aber dass manchmal so eine halbe Stunde lang oder eine Stunde lang einfach keiner durchgestellt worden ist. Da gab es dann immer noch diesen Hot-Button oder wie der hieß, wo die draufgedrückt haben. Dann hieß es, jetzt stellen wir jemanden durch. Alarm, Alarm. Aber es kam dann trotzdem keiner. Mhm. Und die haben voll rumgestresst immer. Da haben sich dann immer aufgeregt, die Moderatoren. Warum kommt denn keiner durch? Oder warum schafft es denn keiner? Es kann doch nicht so schwer sein und so. Auch erstmal sehr verdächtig, dass am 1. September 2001 9 live startet. Stimmt. Und am 11. September, 10 Tage später... passiert irgendwas, ich weiß auch nicht. Kann man sagen, dass die Attentäter von 9-11 einfach frustrierte 9-Live-Anrufer waren? Ich glaube, die haben einfach gedacht, dass da das die Sendezentrale ist im World Trade Center. Ja. Würde ich denen zutrauen. Ja, weil die Zuschauer von 9-Live halt auch so dumm sind, dass die in Flugzeuge steigen würden und in Gebäude fliegen. Und jetzt kommt von mir eine ganz böse Behauptung, aber ich unterstelle den Leuten, dass sie da angerufen haben, hatten stellenweise hunderte Euro von Telefonrechnungen im Monat, aber weigerten sich gleichzeitig den Rundfunkbeitrag zu zahlen. Ha, da stelle ich eine Verbindung her. Hm. Gehe ich mit. Aber wir wollen mal nicht Leute diskreditieren, die den Rundfunkbeitrag zahlen. Nicht alle, aber es ist ja auch nicht ganz falsch, dass es ja auch Menschen in der Kategorie dumm gibt, die auch gegen die GEZ sind. So, also ich habe das kennengelernt, bevor ich jetzt so euch so kannte, ihr seid ja auch so ein bisschen Kritiker, bevor ich euch kannte, war die Kategorie Anti-GEZ schon eher so auch irgendwie rechts, verschwörungstheoretisch drauf und so Aluhutmäßig. Mhm. Eine große Gruppe, nicht alle, aber eine große Gruppe, würde ich sagen. Musst du aufpassen, du. Das will dir vielleicht auch das gebührenfinanzierte Fernsehen weiß machen. Kann sein, aber für mich war das früher so, als ich anfing, mich so politisch zu bilden, war das so ein bisschen die Riege. Aber nicht nur, ich kenne auch schlaue Leute, die gegen den Rundfunkbeitrag Ich bin halt zum Beispiel keiner, der dagegen ist, weil irgendwelche Kinderchöre Oma und Umweltsau singen. Ja? Genau, das kommt mir immer halt auf Rille. Die Motivation an, genau. Gut, aber zurück zu 9 live. Ich habe hier was Schönes gelesen. Der letzte Slogan des Senders, dessen Marktanteil in den letzten Jahren seiner Ausstrahlung bei ca. 0,1% lag, was echt wenig ist, wenig, ja, lautete, heute ist mein Tag. Vielleicht hätten sie eher, heute ist ein Tag machen sollen. Ja. Wer hätte vielleicht irgendwie mehr gefruchtet. Wie bereits am Abend des 3. August angekündigt, wurde am 9. August 2011 der Sendebetrieb von 9 live endgültig eingestellt. Traurig. Und warst du auch jemand, der schon auch davor saß manchmal und es geschaut hat? Also ich habe als Kind, ich erinnere mich dran, bei meiner Oma übernachtet öfter mal in den Ferien oder am Wochenende. Und da hatte ich halt so Zimmer für mich, also die hatten ein relativ großes Haus. Und da hatte ich halt so ein eigenes Zimmer. Und da habe ich manchmal echt so einen ganzen Abend 9 live geguckt als Kind. Ich hatte nie angerufen, aber es lief immer so nebenher, ja. Das ist halt, also das, kleine Anekdote, ich habe damals bei einem Kumpel gepennt. Und öfter mal, wir haben dann im Garten gezeltet, und die hatten da so ein Gartenhaus, dann haben wir da immer Nudeln gemacht. Und dann haben wir immer 9 live laufen gehabt, bis die sexy Sportclips kamen. Also so, weißt du, die letzte halbe Stunde vor um 12 lief dann auch nochmal 9 live. Stimmt. Und ja. Also als Übergang quasi, 9 live und dann die nackten Frauen angucken. Genau. Aber sonst, also wirklich nur kurz beim Durchseppen, okay, Rätsel lösen und weiter. Und manchmal waren das ja auch Rätsel, die gar nicht zu lösen sind oder die entweder, also die irgendwie so dumm waren. Was war denn das? Da habe ich auch ein Beispiel gefunden, und zwar Tiere mit S. Ganz einfach, da muss man noch drauf kommen. Ja, und dann genau, dann wird es aufgelöst. Die Stirnlappenbasilisk. Ah ja, das habe ich auch gesehen, das kenne ich. Dass sie sich nicht geschämt haben, ja, die Leute, die da dafür gearbeitet haben. Ist doch ganz einfach, Stirnlappenbasilisk kennt man doch aus dem Zoo. Es ist halt auch so dumm, dass du bestimmte Antworten verlangst. Ja, also da ruft jemand an, sagt ein Tier mit S, was ja dann richtig ist, aber nee, das ist nicht dabei, das ist halt ein bisschen finster. Da gab es dann immer so Tafeln. Haben die Anzahl der Buchstaben so gezeigt? Weil Stirnlappenbasilisk, das ist ja ein ziemlich langes Wort, das würde man ja wahrscheinlich dann mit einem Duden relativ schnell finden, oder? Nee, du siehst hier aber auch, der hat immer so ein, das weiß ich auch noch aus Erinnerung, aber für die Zuhörer, es gab immer so eine Tafel, quasi so ein Whiteboard, wo sie aufgeschrieben haben, Tiere mit S. Und dann waren dann drunter die Lösungen.
aber da waren Geldscheine drüber geklebt quasi. Ah, ja. Und immer wenn der Antwort gelöst worden ist, hat er quasi diese Geldscheine abgemacht und dann gesagt, ja richtig, stimmt, Lappenbasilisk ist richtig, hat das dann aufgelöst, so. Ja. Um transparent zu machen, dass es eine Auswahl gibt und die auch vorbestimmt ist. Aber ganz oft habe ich auch dann gesehen, dass sie das Spiel beendet haben nach 3 Stunden und dann gesagt haben, ja, die Lösungen wären gewesen, super Hoden, Affe, Stirnlappen, Basilisk 2 und so weiter. Und dann waren es immer so absurde Lösungen tatsächlich. Ganz oft. Das ist schon... Also wie finden wir das denn eigentlich moralisch? Es ist für uns, verwerflich. Ja, naja, es ist für uns schon irgendwie entertainend so, aber weißt du, wenn man so drüber redet, guckt man halt irgendwie so hinterher und sagt so, ja, okay, war ganz witzig, war halt dumm, aber ganz witzig. Aber eigentlich ist es halt ultra hart, weil es genauso die dümmsten und vielleicht auch geistig behinderte Menschen so abzielt oder senile Rentner. Und das ist halt eigentlich ultra mies. So. Da rufen ja keine Leute an, die relativ clever sind, sondern wirklich, du machst gezielt ein Programm, was die dümmsten Menschen der Gesellschaft abfischt. Ja, man kann wieder argumentieren, die sind ja selber schuld, die da anrufen. Aber trotzdem ist es ja eine Betrugsmasche irgendwie. Oder ich unterstelle es mal. Ja, es ist wahrscheinlich genau an der Grenze zu Betrug so, ne? Mhm. Es ist noch kein Betrug. Ja, es gab ja richtige Vereine, die sich, oder auch Internetforen, die sich darum gekümmert haben, diese Fälle aufzuklären, wo die dann auch Beweisvideos hochgeladen haben. Das war noch zu Zeiten so vor YouTube so. Vor allem vor Twitter. Es gab noch nicht so die Möglichkeit für Shitstorms, ne? Ja. Twitter kam dann erst, guck mal, Twitter kam, zack, sie gehen pleite. Muss man sagen, ja. Und die haben sich halt befasst mit solchen Themen so. Wann wurde wieder jemand betrogen? Und da gab es auch dann so Fernsehreportagen, wo sie Menschen interviewt haben, die halt abgezockt worden sind und die dann auch versucht haben aufzuschlüsseln, was eigentlich der Betrug daran ist. Und das waren auch dann zum Teil laut ihrer Aussage auch die Lösungen der Rätsel. Ja. Dass sie halt intransparent waren und völlig an den Haaren herbeigezogen. Ich weiß nicht, ob das meine Wahrnehmung nur war, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass jedes zweite Mal, wenn ich da einschalte, ist dieses Tick, Trick und Track Rätsel. Irgendwie Frank hat 2 Brüder, Tick, Trick und... Also der Sohn von und so weiter, also der Name ist gegeben und alle denken, es ist Tick, Trick und Track, genau. Aber eigentlich steht der Name da so, dieses und das habe ich halt gefühlt jedes zweite Mal gesehen, wenn ich da eingeschaltet habe und da fragt man sich natürlich, okay, was passiert, dass da nicht irgendwie innerhalb von 2 Minuten die Antwort da ist, ja. Weil das wissen halt Leute. Ich kann mir vorstellen, dass die halt anrufen und dann die Redaktion vorher fragt, was ist ihre Lösung. Und dann sagt die Redaktion, ja gut, gehen Sie mal weiter, ich stelle sie durch, wenn die Lösung nämlich falsch ist. Aber selbst dann müsste es ja clevere Leute geben, die falsche Lösung sagen und dann die richtige, wenn sie durchgestellt werden. Ah, ja, stimmt. Aber die sind dann wieder so clever, dass sie gar nicht erst anrufen bei der Sendung. Ja, man kann auch beweisen, dass es Menschen gab, die echt durchgekommen sind, weil es gab ja auch so Trollanrufer, die dann auch mal gesagt haben, so oh, Penis und so, das gab es ja auch. Ja. Das würden die, wenn sie es ganz inszenieren würden, würden die sowas ja nicht mit reinnehmen. Deswegen war es jetzt nicht totaler Betrug und inszeniert. Es kamen schon Menschen auch durch, tatsächlich. Ja. Ja, kennst du Nandara Nanderia oder wie die hieß? Sagt dir das was? Nee. Das ist einer der geilsten und epischsten oder, ja, es ist ein Klassiker, sag ich mal, von TV Total. Nandana Nanderia, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das 9 Live ist, es gab ja viele Abklatsche von, ne? Ich weiß nicht, wie die alle hießen, Infomercial 24, was weiß ich, wie die ganzen Sender hießen, und die haben natürlich auch so andere Sachen gemacht, die haben auch irgendwie Tarotkarten gelegt und irgendwie Wahrsagerscheiße und hier Astronomie und diese ganze Scheiße. Nee, warte mal, Astrologie. Ich ziehe jetzt Ihr schlechtes Karma aus Ihnen heraus. Bleiben Sie in der Leitung. Ich nenne meinen Penis auch immer schlechtes Karma. Ich dringe jetzt in Sie ein. Ja, ich bin in Ihnen drin und ich sehe da ganz viele Zweifel. Hm. Und ich sehe ganz viel Frost. Und ich habe ihn in der Hand. Dann halten die halt diese Menschen in der Leitung irgendwie, dass sie halt pro Minute irgendwie Geld bezahlen. Das fand ich ganz, ganz... Ist ein Pendant zum neuen Live-Quiz. Es ist wahrscheinlich gut, dass die abgesetzt sind. Aber Nandana Nanderia, oder ich weiß nicht, irgendwie so in der Richtung hieß die. Und die ist sehr witzig. Und vor allem ist halt witzig, wie Stefan Raab damit umgegangen ist.
Also, sie hat 17 und 4, glaube ich, gelegt. Oder Blackjack, beziehungsweise Blackjack, ja. Hast du Das Karten ist ja dieses gelegt? quasi bei 21 hast du glatt gewonnen, alles über 21 bist du raus. So. Und du legst Karten hin und sagst weiter, 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 stopp, bis du halt möglichst nah an 21 oder auf 21 bist und nicht drüber. So. Und sie hat immer wieder die gleichen Karten also ich glaube in dem Fall wirklich, dass es nicht böse Absicht war, sondern dass sie einfach nur völlig verballert war. Die hat halt die Karten nicht gemischt. Und da haben vier oder fünf Anrufer hintereinander die gleichen Karten gelegt bekommen. Und Nandana Nanderia hat immer die 21 geholt, weil sie halt immer wieder die gleichen Karten gelegt hat und die halt so waren, wie sie sie halt immer vorher gelegt hat. So, ne? Und also da will ich an der Stelle wirklich keine böse Absicht unterstellen. Das wäre halt einfach zu offensichtlich. Aber eigentlich hätte einfach nur ein Anrufer mal sagen müssen, ich fange mal an oder so, weil es ist ja immer so, dass der, ich weiß nicht, ob der Anrufer angefangen hat oder sie, aber dadurch, dass es immer gleich war, hat sie halt immer gewonnen. So, hätte der einfach gesagt, yo, ich fange jetzt mal an. Das kann schon Absicht gewesen sein, wenn du den Zuschauern unterstellst, dass sie das nicht mitkriegen. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob da alle so Also, das wäre halt so aufmerksam sind. kackendreist. Ja, wir mischen jetzt mal die Karten nicht. Sie sagt halt auch noch, keine Sorge, diese Karten sind gut gemischt. Wir reden ja gerade von Fernseh-Gaming-Shows, Ja. als wären die seriös und glaubwürdig. Ist es natürlich nicht. Also, wenn ordentlich gemischt wäre, wäre das eigentlich noch eine relativ faire Variante, muss ich sagen. Ist fairer als diese ganze andere Scheiße, dass du halt zumindest ein bisschen was in der Hand hast. Du kannst sagen, okay, mache ich weiter oder nicht. Aber da es halt einfach nicht gemischt war, ist es schon ziemlich scheiße. Das andere Pendant war ja auch so, wenn du bei Punkt 12 oder so anrufen konntest und die Ja. Fragen waren immer so total einfach. Ist Punkt 12 das mit dieser Lispelnden gewesen? Genau, mit Katja Ja. Burkhardt. Ja. Zwei Okay. Robbenbabys. Und es war ja immer so, dass dann so Fragen kamen wie, weiß ich nicht, wie heißt die Bundeskanzlerin von Deutschland, Angela Merkel oder Melone? So Ah, auf dem Niveau ja, war das stimmt. immer. Und damit versuchen die ganz dumm zu erreichen, dass halt die Fragen total einfach sind. Aber ich finde, das ist halt zu einfach. Da denkt sich doch jeder, okay, da rufe ich nicht an, weil es machen zu viele andere. Na, oder Würde erst ich. recht, dass sie halt sagen, ist doch voll einfach, da rufe ich jetzt einfach an, so. Da ist Ja. keine Hürde irgendwie da. Ja. Wiedersehen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und dann aber gab es immer zwei Fragen. Die erste war so 1000 Euro, so Ja. oder 500 Euro, keine Ahnung. Für die erste Frage halt für die Antwort Melone. Und dann gab es dann eine übelst schwere Frage, so. Wie viel Arschhaare hat Brad Pitt oder sowas, was du halt nicht wissen kannst. Ja, das ist Allgemeinbildung in dem Fall. Ja, klar, keine Frage. Ja, also dieses Astrologie-Ding fand ich halt richtig bescheuert. Aber das ist halt. Ich weiß nicht, jeder, der das nicht bescheuert findet, ist genauso bescheuert. Und da kannst du nichts Ich lege dagegen euch die machen. Tarotkarten und sage euch, wie der Jupiter steht. Und deswegen dreht sich dein Opa am Grab und deine Mutter macht Spagat. Ja, Robin, der Merkur ist rückläufig, deswegen wirst du viel Geld verdienen. Oder viel Geld loswerden. Aber da kannst du nichts dagegen machen. Also so Gaming-Shows, ja, wenn da die Antworten scheiße sind oder da Betrug ist, das kannst du ja irgendwie nachweisen. Aber so Astrologie-Zeug, ja, was ja eh Hokuspokus ist, das ist dann ja noch mehr Selbstschuld, wenn du da anrufst und sagst, irgendwie ich will die Karten gelegt bekommen. Und wenn da irgendwie Kreuz 7 liegt und dann sagt halt die Frau, ja, Kreuz 7 steht dafür, dass sie jetzt in 7 Tagen irgendwie sterben werden, so. Ja, aber weißt du, früher wurden diese Menschen wenigstens ordentlich verbrannt. Das stimmt. Das muss man Die auch mit so einem sagen. Hexenwerk daherkommen. Übrigens, Fun Fact: Es war nicht alles schlecht. Meine aktuellsten Informationen sind, dass nur eine einzige Person bei den Hexenverbrennungen tatsächlich verbrannt wurde. Und andere wurden halt anders hingerichtet. Es gab gar nicht so viele In Verbrennungen. Deutschland oder? Nee, insgesamt glaube ich. Können wir nochmal nachgucken. Das ist das Letzte, was ich mal mitbekommen hatte. Also Aber vielleicht. das würde ich tatsächlich als Fake News heraus oder als Fake Geschichte herausstellen, Wir gucken, komm, weil machen wir allein in live. meinem Heimatdorf gab es. Was? Doch, ich weiß das. Wie alt bist du denn? Nee, ist aber mein. Nein, aber es gibt so ein Buch über mein Heimatdorf, so, weil es echt historisch total relevant war, weil er irgendwie Napoleon gewesen ist und Goethe und so. Und da gab es noch Hexenverbrennung. Also nicht in meinem Alter, aber so vor 1000 Jahren noch. Also ich habe mitbekommen,
dass das alles, also das gab's schon, ja, das hat keiner gesagt, aber ja, dass das die halt am Ende tatsächlich halt eher nicht hingerichtet wurden durch Verbrennen, sondern einfach anders. So. Aber du hast gerade gesagt, dass es nur eine gegeben hat. Eine, die tatsächlich verbrannt wurde. Nee, es waren viel mehr. Na gut, dann habe ich das vielleicht. Leg ich meine Hand für ins Feuer. Wir gucken mal, was Wikipedia kurz sagt hier. Blablabla, Gründe im Mittelalter der frühen. Also, was ich sagen will, 9 Live muss verbrannt werden. Frauen schon. Hexen, bla bla bla. Insgesamt wird geschätzt, dass in Europa im Zuge der Hexenverfolgung 3 Millionen Menschen dem Prozess gemacht wurde, wobei 40.000 bis 60.000 hingerichtet wurden. Da steht halt nicht, dass die alle verbrannt wurden. Du musst mal suchen nach Hexenverbrennung vielleicht. Na, hab ich ja. Suchen das Verfolgung. Hexenverfolgung. Lady Kracher. Die Hexenverbrennung. Ja, das ist ein cooler Sketch tatsächlich. Den kenne ich auch. Hexenverfolgung, Kreuzzüge. War da nicht gerade so eine Frage? Geh mal hoch. Was? Da ist nochmal so Fragen, wann oder wie viel? Wann wurde die letzte Hexe verbrannt? Da kannst du ja schon mal sehen. Wo wurden die meisten Hexen verbrannt? Siehst du? Hexen wurden in fast allen europäischen Staaten. Ja, das ist aber eine Antwort von irgendeinem Eumel, ja. Also im Endeffekt ist mir auch scheißegal. Ich habe nur mal irgendwann so ein, was, ein Video oder so, von wegen irgendwie so Geschichtsfakten, die man immer irgendwie falsch hat, und da hieß es wohl. Vielleicht ging es da auch nur um ein bestimmtes Gebiet oder so. Es kann auch sein. Es ist halt auch schon wieder Jahre her, dass ich das mal. Also ich gehe, wollte, ich dachte, ich könnte hier einen Funfact einstreuen. Also ich gehe mit, dass vielleicht weniger verbrannt worden sind, als man glaubt. Dass die meisten vielleicht erschlagen worden sind oder geköpft worden. Aber nur eine Frau verbrannt wurde in der ganzen Menschheitsgeschichte, glaube ich halt nicht. Ich gucke jetzt nochmal nach Hexenverbrennung, nicht verbrannt. Scheiterhaufen. Klar, ja, gab es zuhauf. Na gut. So der Schafott, wo die dann verbrannt worden sind. Ja, aber wenn es das so viel gab, warum dann diese ganzen Astronomen nicht? Warum kenne ich dann keine? Ist mir auch egal. Also ist mir nicht egal, schlecht Menschen zu töten. Wir schweifen ja auch so ein bisschen. Ich habe ja auch, wie gesagt, ich habe ja auch nicht gesagt, dass es nicht passiert, sondern mir wurde vielleicht durch ein Video, vielleicht bin ich da, das war, ach, was weiß ich, es ist ewig her, Mann. Ich habe keine Ahnung mehr. Kaufen wir einfach einen Brennpunkt Hexenverbrennung. Brennpunkt Hexe. Weil die Hexe halt heiß ist, wenn die verbrannt wird. Was ich noch, auch noch sagen wollte, ist, es gab, mal, es gab bei 9 Live auch ein Rätsel. Ich wollte nicht den Hexenholocaust leugnen. Oh. Ich wollte nur sagen, irgendein Video oder was auch immer hat mal gesagt, die wurden gar nicht so viel verbrannt, weil das unpraktisch ist oder so. Die wurden eher, was weiß ich, geköpft. Auch ökologisch war das ja nicht so sinnvoll. Ja, irgendwie. Das ist dein Fußabdruck hier, dein CO2-Fußabdruck, da geht da ja hoch. Aber es gab ja auch den Fall, dass die so Hexen irgendwie ins Wasser geschmissen haben. So, die haben irgendwie die gefesselt und ins Wasser, in den Fluss geworfen. Und wenn die wieder rauskamen lebendig, dann waren die halt keine Hexen. Wenn die gestorben sind, dann Pech. Dann waren sie Nixen. Ja, genau. Ja. Nee, ich habe noch eine neue Live-Lösung im Kopf, an die ich mich noch erinnern kann. Dass die Frage, es war halt so ein Text irgendwie, da musstest du halt die Tiere zählen. Wie viele Tiere kommen in den Text vor? Okay. Ah, ja, und da waren dann irgendwie die so versteckt zwischen zwei Wörtern und so. Übelst, Scheiß. Genau, dass irgendwie zwei Wörter auch ein Tier ergaben. Und wenn da stand 3 Pumas, musstest du rechnen 3 Pumas, das Wort Puma nochmal, ja, und Pumas auch nochmal. Und rückwärts nochmal Schlange irgendwo oder Kuh rückwärts. Oh Gott. Und ich musste da auch 3-mal machen, weil das Wort davor rückwärts irgendwie 3er gibt. Deswegen nochmal 3 Kühe. Und das war richtig, richtig gemein. Gott, oh Gott. Konntest du ja, das meinte auf 1000 Tiere kommen. Das meinte ich halt so richtig Abfuck-Scheiße. Das ist schon wieder richtig dumm. Also so, was die du eigentlich nicht lösen kannst, weil wenn du Puma und Pumas nimmst. Ja. Sind dann Pumas auch schon 2, weil müssen ja mindestens 2 sein, um Pumas sein zu können. Wie sollst du das denn zählen? Also wie sollst du denn wirklich mathematisch korrekt auf die perfekte Lösung kommen, dass das keine Auslegungssache ist? Und das kann es eben schon manchmal sein mit solchen Quizzen, dass sie sich absichern doppelt, dass selbst wenn jemand anruft und die richtige Lösung sagt, können wir sagen, nee, dass man vielleicht 4 verschiedene Lösungen verkaufen kann als die richtige Lösung. Ja. Deswegen halt dann bis zur Auflösung wartet und dann sagt, nee, die 3 wurden genannt, die wir auch als Lösung hatten. Oh, nee. Podcast-übergreifender Running Gag, dass du permanent von deinem Chef angerufen wirst. Ist echt so. Liebe Grüße, aber ich kann gerade nicht. Lieber Chef, ich rufe aber zurück, versprochen. Also, was lernen wir daraus? 9 Live 1 anzünden. Genau. Aber es gab bisher nur eine Verbrennung von 9 Live. Hm.
Vielleicht. War nicht bei 9 Live auch ein großer Teil dessen, dieser Infomercials? Gab es das da nicht auch? Das war doch nicht rund um die Uhr, oder? Die können doch gar nicht 24-7 da Leute stehen das haben. Das war ein Quizsender tatsächlich, doch. Also die haben sich auch gebrüstet mit Deutschlands erster Quizsender. Oder Mitmachsender. Ja, aber sogar. Lief das wirklich? Das muss ja live sein. Du kannst ja keine Wiederholung zeigen. Das war live, ja. Aber 24-7 live? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich glaube auch, dass dann irgendwann ganz spät nachts dann auch so sexy Sportclips gelaufen sind. Nee, die gab es auf DSF oder so. DSF, gibt es das überhaupt noch? Das heißt, glaube ich, Sport 1 jetzt. Aber ich google jetzt mal nach 9 live Fernsehprogrammen. Mach mal. Also ich glaube, dass die Infomercials ein großer Teil auch davon waren. Das würde halt da perfekt hinpassen. Weißt du, was ich meine? Diese Sendungen, die so halbwegs auf Entertainment sind und irgend so ein Host stellt dir ein neues Produkt vor, den Nicer Dicer zum Beispiel. Kennst du noch den Nicer Dicer? Nee. Ganz schlecht. Den google ich dir mal raus. Leute, der Nicer Dicer, der hat alles und jeden zerschnitten. Leider keine Hexen, die bei 9 Live irgendwelche Tarotkarten gelegt haben. Aber der Nicer Dicer, das war wirklich eine Offenbarung. Also es gab zumindest den 9 Live Brunch, 9 Live Frühstücksclub, also es schien schon rund um die Uhr was zu geben. 9 Live Kochquiz-Show gab's, 9 Live Nachtclub, 9 Live Pisa-Show. Gab's auch zum Feiern nachts was, ja. 9 Live Schlaflos, 9 Live Tierclub. Spaghetti, die so gut schmecken, wie sie aussehen. Gemüsespaghetti. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Mit dem Nicer Giulietti sind Ihre Wünsche im Handumdrehen. Nicer Giulietti, was? Entsprechende leckere Gerichte. Und das unfassbar schnell und einfach. Ihren Kochideen sind keine Grenzen gesetzt. Nicer Fusion. Der Nicer Dicer Fusion ist ein geniales Gerät, auf das wir nicht verzichten könnten in unserem Shop. Was sonst den ganzen Tag gedauert hat, braucht jetzt nur noch einige Minuten dank dem Nicer Dicer Fusion. Der Nicer Dicer Fusion vereint die besten Eigenschaften unterschiedlichster Geräte. So, jetzt sind hier so 2000 verschiedene Küchengeräte. Aber nein, der Nicer Dicer ist all das in einem. Es ist nämlich das gibt es zum Beispiel für Eier, kennst du wahrscheinlich auch, dass man ein Ei auf so ein Ding legt und dann so eine Klappe zudrückt und dann ist das Ei geschnitten. Ja, genau. So, und im Endeffekt ist das der Nicer Dicer, nur halt größer. Nur einem kompakten System, und dann gibt es natürlich verschiedene Dinger, weil Nicer Dicer, also wenn du es würfeln willst zum Beispiel, ist das ja sehr mühselig, wenn du das mit dem Messer machen musst. Dann nimmst du einfach den Nicer Dicer mit deinem karierten Muster und dann würfelst du das einfach. Klappst einmal zu und bupp. Aber die Frage ist, kann man denn solche Infomercials oder solche Verkaufsshows in einem Atemzug nennen mit neuen Live-Quiz-Sendungen? Ich glaube, das lief da. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das da lief. Was gab's noch für so Sender? Also wie gesagt, 9 Live war ja nicht der einzige. Da kamen ja dann übelst viele Copycats. Also ob es jetzt ganze Sender gab, weiß ich nicht. Aber ich weiß, also ich war befreundet mit einem Lokalfernsehmenschen, der hat so einen Lokalsender geführt. Und er meinte, dass sogar er Angebote bekam, dass irgendwie nachts auf seinem Kleinstadt-TV-Sender auch 9 Live-Shows hätten laufen können. Hier, guck. In der Zeit von 8 bis 10, 11 Uhr 25 bis 13 Uhr 25 sowie 17 bis 18 45 wurden Infomercials gesendet. Ja. Und auch Erotik-Sendungen. Nachts lief von 2 Uhr bis 6 Uhr oft auch später als 2 Uhr die Sendung La Notte. Sexy Clips in einer Nachtschleife. Die Sendung bestand hauptsächlich aus Telefonsex-Werbung und diversen Softporno-Clips, überwiegend mit weiblichen Models als Darsteller, die sich zur Hintergrundmusik entkleideten. Die Clips wurden in Staffeln ausgestrahlt. Oh, richtige Dramaturgie, Alter, ey. Die Sender starten in unregelmäßigen Abständen ungefähr viertel- bis halbjährigen Modus jeweils eine neue Staffel, in der noch nie gesendete Clips gezeigt wurden. Wow. Geil. Nackte Frauen. Die Sendung La Notte, die in der Nacht von Freitag auf Samstag, blablabla. Moderatoren altert. Guck mal, die haben alle einen eigenen Wikipedia-Artikel. Die sind nicht durchgestartet. Siehst du, das war Jana ein Bach, Biggie Bardot, Tiramisu. Tiramisu. Oh Gott, Alter, cool. Erschieß dich. Und Leonie Saint. Das ist wie die erste Pornodarstellerin, die ich als Jugendlicher cool fand. Die hieß Ivana Fuckalot. Ivana Fuckalot? Ja. Und ich habe nur Fuckalot verstanden, so als Gag, so Fuckalot. Oh, cool, der ist der Fuckalot. Der heißt vielleicht in Wirklichkeit Ivana und Fuckalot. Und mir ist erst mit so 26, also jetzt quasi, aufgefallen, dass ja auch Ivana ja auch dazu zählt. Ist Ivana Fuckalot. Trumps Tochter ist da auch, heißt da auch Ivana. Ist die das zufällig?
Kann sein. Kann das deine Recherche bestätigen? Ich glaube nicht. Also, ich kann dir mal ein Bild von ihr zeigen und sie mal beschreiben, wie sie aussah. Ivana, fuck it. Ivana, das war so die erste. Großartig. Also muss man mal erklären, den jungen Leuten hier, ja, die jetzt so irgendwie so 12 sind und den Brennpunkt hören. Als wir so in der Pubertät waren, ja, also ich bin 93er Jahrgang, du glaube ich 91. Und wir hatten noch nicht immer Pornhub und sowas, ja. Und da war Alter, ich hatte meinen ersten PC, glaube ich, 2011 oder so. Echt so spät? Ja. Boah, krass. Ja. Aber für uns war das schon, als wir so 11, 12 waren. Oder 10 war es, glaube ich, 10, aber ja. Aber als wir so 11, 12 waren, das war schon so die 2000er, so die Anfang 2000er. Also 2003, so 4, 5, waren wir so ungefähr jugendlich. Und da gab es halt noch kein Pornhub und kein X-Hamster und so. Und was es noch so alles gibt. Und da war das schon spannend, dass da nachts auf Kabel 1 und 9 live so Suchtpornos ausgestrahlt wurden. So finster eigentlich, ey. Das war halt auch immer scheiße, also eigentlich war das immer scheiße. Naja. Aber wir hatten nichts anderes, wir hatten halt die Bravo. Ich hab mal in Schöndorf so ein Heftchen gefunden. Guck, die war das, aber in der Fackelhaut. Es war so eine schlanke Russin irgendwie. Du hast auf jeden Fall nicht Safe-Search an sich. Nee, aber ist doch egal. Ja, okay, die sieht nicht aus wie Trump. Nee, gar nicht. Und er hatte halt einen Partner, der war auch übelst heiß. Ich war ja schon damals so irgendwie so bisexuell eingestellt. Und auch ihr Partner war auch so ein schlanker Typ. Irgendwie. Ich wollte gerade sagen, die ist schon das ist nicht adipös, sage ich das mal. Das ist ihr Partner. Und das fand ich so mit 13, das habe ich weggemacht, das war ihr Partner, auch so jugendlich. Also, das fand ich schon nice. Das war so die erste, die ich halt so im Kopf hatte. Also, wenn du auch eine Pornodarstellerin bist, melde dich bei uns, wir machen Product Placement. I wanna fuck a lot. I wanna fuck a lot aus Russland. Ja, doch, also so Wortspiele sind mir grundsätzlich sympathisch. Von daher, ja. Das waren, also muss man halt erklären, dass 9 Live nachts die Sendungen, so die sexy Sportclips, das waren so unsere ersten Pornos, die wir gucken konnten, ohne dass wir irgendwas bezahlen mussten. Ja. Gute Zeit. Oh Mann. Also Bravo halt und halt, du wolltest noch was erzählen, dass du. Ja, ich hab halt so ein Heft gefunden. Was im Nachhinein, Alter, das ist übelst widerlich, Mann. Ich glaube, ich habe das auch mitgenommen. Und das lag halt in fucking Schöndorf, in so einem Dreckswaldstück und nicht hinter Schöndorf in diesem Wald, wo halt relativ viel Wald einfach offen ist, sondern unterhalb von der Bushaltestelle im Winkel ist halt so ein kleines Waldstück. So, lass es irgendwie 50 mal 15 Meter lang sein oder so. Und da war halt so eine übelst abgefuckte Stelle und da lag halt so ein fucking Heft mit auch nur irgendwie softe Bilder so, aber das war halt, weißt du, übelst die Offenbarung. Da war ich 5. Klasse oder so. Das hätte ich ja nicht angefasst. Ja, im Nachhinein ist halt super widerlich, Alter, aber zum Glück hört den Podcast keiner. In meinem letzten Theaterstück, was ich gespielt habe, da gab es auch eine Szene, wo ich ein Pornoheft raushole. Da hatten wir auch eine gewisse Auswahl irgendwie. Und bei den Proben war das so ein richtig schönes Hochglanzmagazin, so mit echt schönen Menschen drin. Aha. Aber dann wurde es ausgetauscht, ohne dass ich es wusste. Und bei der ersten Aufführung hatte ich dann so ein dicke Euterheft, so irgendwie. Das waren dann so echt alte Frauen, also so alte Frauen, so 40, 50 aufwärts, mit riesigen Eutern. Mhm. Das hieß auch irgendwie so Euterheft oder so. Die hatten alle so. Euterspiegel. Das fand ich halt so gar nicht anziehend irgendwie. Mhm. Ja, das nur als kleiner Porno-Exkurs. Ja, Riesenäuter finde ich auch nicht so ansprechend, muss ich sagen. Aber ihr dürft gerne Riesenäuter haben da draußen, Leute. Ich habe es ja im regulären Brennpunkt gesagt, keiner muss mir gefallen. Ihr dürft Riesenäuter haben und auch auf Riesenäuter stehen. Das ist völlig in Ordnung. Ja. Aber dieses Heft war einfach so völlig fremd meiner Lebenswelt irgendwie. Alter, ey, ich erinnere mich wieder. Fuck, das ist wie so eine kleine Tür, die gerade aufgestoßen wurde. Da gab's eine drin. Das war eine Französin, die hatte irgendeinen türkisen Bikini oder so an. Blond, hatte Sand an sich. Helft mir da mal, findet das mal für mich. Die war hübsch. Die hatte, glaube ich, blaue Augen. Die wird inzwischen nicht mehr so hübsch sein. Die wird auch jetzt, nee, inzwischen nicht mehr, aber älter sein. Schwierig. Außer man mag, ich glaube nicht, Menschen, dass das reicht, um diese Person zu finden. Egal. Oder sie ist ein Hörer vielleicht. Die fand ich auf. Ja, wahrscheinlich. Bei unserer Reichweite ist das nicht unwahrscheinlich. Ja. Die fand ich auf jeden Fall richtig süß. Die hat so lieb geguckt. Oh.
Jetzt bin ich ganz sentimental. Oh. Egal, Infomercials. Ja. Muss ich nämlich sagen, finde ich, haben einen ganz eigenen Mehrwert und auf jeden Fall Daseinsberechtigung. Ich weiß nicht genau, wie das Subreddit heißt. Ich vergesse es immer wieder. Aber es gibt ein Subreddit, was quasi die besten Clips zusammenfasst von Infomercials, wo Leute an den simpelsten Aufgaben scheitern. Man kennt das ja so, oh, geht es dir auch so, dass du nicht in der Lage bist, dein Obst zu schneiden, für den Nicer Dicer in dem Fall, und siehst du, wie jemand so sich übelst in den Finger hackt. Ja. Oder, oh, du hast zu viele Tupperdosen bei dir zu Hause rumliegen, macht einen Schrank auf und so einen riesen Berg an Tupper, kennt man, ja. So, er ist wirklich Gold. Und da gibt es ein Subreddit für, was diese ganzen Clips zusammenfasst. Ich weiß nicht, wie es heißt, ey. Es ist irgendwie so ein relativ spezielles Ding, was halt an dem ersten... Also es gab zum Beispiel The Rest of the Fucking Owl gibt's. Das ist, wenn jemand eine Bedienungsanleitung für was macht, wie zum Beispiel in dem Fall eine Eule malen. Und du siehst halt so Schritt 1, okay, malst einen Kreis. Schritt 2, malst einen zweiten Kreis. Schritt 3, die Eule ist perfekt und sieht übelst fotorealistisch aus. Ja, ja. Dieses Phänomen gibt's halt auch. Das heißt deswegen Rest of the Fucking Owl. Ja. Ah. So, und ich glaube, deswegen heißt dieses Subreddit auch irgendwas Spezielles, was halt dieser Auslöser dafür war, so eine Community zu gründen. Deswegen fragt mich leider nicht, wie es heißt, aber sehr, sehr geil, kann ich empfehlen. Also das finde ich witzig. Und ich glaube auch, dass der Betrug in dem Fall eher bei den Produkten manchmal war. Ich erinnere mich nämlich daran, dass es auch Verkaufsmaschen gab oder Verkaufsprodukte gab, wie so Gürtel, die vibrieren, die dann Fett Muskeln, verbrennen, ja. oder Muskeln aufbauen, ja. wie auch immer. Und da dachte ich damals schon, das kann doch nicht funktionieren. Ja. Dass dann dein Fett irgendwie schwabbelt irgendwie und dann werden daraus Bauchmuskeln. Das kann ziemlich sicher nicht funktionieren. Also vielleicht baut es ein bisschen Fett ab, das kann sein, weiß ich nicht, aber Muskeln aufbauen ist, glaube ich, großer Quatsch. Oder habt ihr Erfahrungen, liebe Hörer? Ja, also wenn ihr auch so ein Ding euch umgeschnallt habt, irgendwie um den Hals oder um den Bauch, vielleicht habt ihr ja abgenommen mit so einem speckschwarzen Gürtel, keine Ahnung. Gibt andere Möglichkeiten, wie man den Bauch zum Vibrieren bringen kann. Das stimmt. Was wollte ich sagen? Infomercials? Ach genau, der Gerät, ist das nicht auch aus so einer Sache irgendwie heraus entstanden? Nee, das war auf einer Messe. Auf einer Messe, okay. Ich glaube, da wurde ein Raibakia, heißt er, glaube ich, der... Boah, der keine Typ. Ahnung, er ist ewig her. Und der hat halt sein Dönerschneidegerät vorgestellt so und meinte halt so, der Gerät wird nie müde, also hat halt die Vorteile aufgezählt. Ja, was der Gerät schwitzt nicht. Genau, der Gerät schneidet Fleisch schweißfrei und so. Und das hat Stefan Raab eben aufgeschnappt, hat dann ihn eingeladen. Und aber hatte tatsächlich nur er so ein Gerät? Der Gerät? Ja, ich dachte, das wäre halt der Erfinder. Okay. Und das hat halt automatisch das Fleisch geschnitten irgendwie. Was ist daraus geworden? Also scheinbar ist das nicht in Masse gegangen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich habe es auch noch nicht gesehen in einem Dönerladen irgendwie. Also in Weimar zumindest nicht. Ich guck mal. Der Gerät? Wo ist der Gerät heute? Und ich glaube sogar, dass TV Total ihm auch dann das Logo irgendwie geschenkt hat. Der hat ihm ja ein Logo, genau hier ist es. Ah. So ein Döner, wie heißt denn das? An Apple, von Apple inspiriert hier. Genau, so ein Dönerspieß, abgebissen quasi, wie halt von Apple. Der Gerät schläft nie ein. Krass, hat einen eigenen Wikipedia-Artikel, aber das ist schon beachtlich. Der Gerät wird nie müde. Der Gerät schläft nie ein. Der Gerät ist immer vor dem Chef im Geschäft. Und schneidet das dünne Fleisch schweißfrei. Weswegen ich gerade lachen musste, der heißt halt ganz anders, als du gesagt hast. Du hast irgendwas, Robert Rodocki oder so. Der heißt halt Kabakia. Der heißt halt Duran Kabakia. Ja, so ähnlich. Kabakia, ja, gut. Doch, ja, Kabakia stimmt ungefähr, ja, okay. Aber ich dachte, Reik heißt er aber. Reik. Okay, der Gerät, aber... Das heißt eigentlich gar nicht der Gerät, aber es wurde dann durch dieses Meme, ist es dann zum der Gerät geworden. Ich muss sagen, heute nach der Halbwertszeit finde ich es wieder halbwegs okay, darüber zu reden, aber damals, ich weiß, das war zum Zwiebelmarkt, da haben alle, der Gerät, treffen uns bei Munzur, haha, der Gerät. Ja. Alter, es hing mir so zum Hals raus, aber mittlerweile ist genug Zeit ins Land gegangen, sag ich mal. Hast du mitbekommen auch durch dieses Gewitter im Kopf, dass auch sämtliche Jugendliche jetzt anfangen, so Tourette zu imitieren? Echt? Ball. Ja. Ball. Doch, das macht ja der Typ von Gewitter im Kopf, ja? Dass er Ball sagt. Und Pommes.
Ball, Pommes. Und öfter, wenn ich an Jugendlichen vorbeigelaufen bin, so im letzten Jahr zumindest, also letztes Jahr, haben die manchmal so gemacht, so Ball, Pommes. Okay. Das war auch so ein Phänomen bei der Gerät, das stimmt. Oh, es steht nicht auf 9TV. Aus 9 Live wurde 9TV. Nee, es war ja noch vor der Auflösung. Vorher, ja. Vom 2. Januar 2008 bis 31. Oktober 2009 wurde auf der Frequenz von 9 Live das dreistündige Fenster 9TV eingespeist. Voll kreativ. Dieses sendete unter dem Motto Zeit für mich ein auf Frauen ausgerichtetes Fernsehprogramm. Man zeigte divers Folgen der Serie Kommissar Rex, was ist denn das? Die Telenovela Verliebt in Berlin, Lifestyle-Sendung unter anderem auch mit Margarete Schreinemakers. Margarete Schreinemakers, ja. Ja, Margarete moderiert wurde das Programm anfangs von Silvia Bommes. Bommes! Und Kati Kleff. Ja. Wow. Später kam Patricia Siegel dazu, im Juli 2008 moderierte nur noch Siegel und so weiter. Die Quoten von 9TV lagen lange im nicht messbaren Bereich. Zuletzt konnte man wieder ein Penis. von 30.000 Zuschauern ausgehen. Die Umsätze mit dem umstrittenen Telefonquizprogramm waren drastisch gesunken. Ja, geil. Ist auch kreativ. Oh, wir brauchen einen Namen für ein neues Sendefenster bei 9 Live. Wie nennen wir es? 9TV. Richtig schlecht. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Was zur Hölle hat denn Kommissar Rex mit Frauen zu tun? Vielleicht doch eine Tierliebe, vielleicht. Verliebt in Berlin. Ey, Frauen, die verlieben sich immer. Die sind so blöd. Die gucken bestimmt auch Verliebt in Berlin. Und Hunde mögen die auch, weil die dumm sind. Aber der Punkt Kritik ist ganz wichtig bei Wikipedia. Schauen wir mal rein. 9 Live stand wegen der bis Mai 2011 ausgestrahlten Call-In-Gewinnspiele immer wieder unter starker Kritik. So seien beispielsweise die Gewinnspiele nicht transparent genug gewesen. Es sei mit fragwürdigen Methoden um Mitspieler gebuhlt worden und durch Countdowns, die Countdowns, Alter, ja, und entsprechendes Moderatorenverhalten, künstlich aufgebauter Zeitdruck, habe die Zuschauer zum Anrufen bewegen sollen, obwohl teilweise über Stunden keine Gewinnmöglichkeit bestanden habe. Sie haben jetzt die Chance, rufen Sie jetzt an, nur noch 10 Sekunden, 10, 9, 8. Okay, vorbei. In Großbritannien und in den Niederlanden wurde dagegen vorgegangen, in Deutschland nicht. Auch interessant. Zwar zahlte der Sender nach Eigenaussage monatliche Gewinnbeträge von über 1 Million aus, diese Äußerung ließ jedoch keinerlei Rückschlüsse auf die Gewinnchancen des einzelnen Anrufers zu. Mhm. Aber 1 Million hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Pro Monat ist schon ordentlich, oder? Das ist viel, ja. Nach eigenen Angaben wurden jährlich über 240 Millionen Aufrufe zu Kosten von mindestens, Anrufe zu Kosten, ich bin so im Internet, weißt du, Aufrufe, von mindestens 50 Cent bearbeitet. Das heißt ja, so jährlich, ist schon viel 100, Geld. Und, was, wie haut denn das hin? Ach so, das ist ja das Reinkommen. Also sie nehmen pro Jahr 120 Millionen ein durch Anrufe. Mhm. Und Ausgaben haben sie 12 Millionen. Da können sie ruhig mal im Monat irgendwie 1 Million raushauen. Das ist schon richtig. Ja. Für Aufsehen sorgte der Sender im Jahre 2012 mit der Ankündigung einer sogenannten Arbeitslosenshow, die vom damaligen Bundesarbeitsminister Walter Riester schon im Vorfeld als absurd und menschenverachtend bezeichnet wurde. Die schließlich unter dem Titel Jobchance gelaufene und nach kurzer Zeit auch wieder abgesetzte Sendung kooperierte nach 2 Monaten Sendezeit gegen Mitte 2003, aber sogar offiziell mit der Bundesanstalt für Arbeit. Oha, cool. Das ist ja mal ein Story-Twist. Im Gegensatz zur Arbeitslosenshow war die Jobchance eher ein Service-Magazin, in dem Stellenangebot in Deutschland vorgestellt und Tipps zu bewerben. Oh, das ist ja süß. Guck doch mal. Das ist aber voll nett eigentlich. Durchaus. Am 8. Mai 2007 berichtete das ARD-Magazin Plus Minus von neuen Betrugsvorwürfen gegen den Sender. Zwei ehemalige 9 Live-Mitarbeiter berichteten, dass der Sender teilweise Anrufe erfunden habe und dass der sogenannte Hotbutton, von dem Tino auch berichtete, nicht automatisch, sondern von einem Redakteur selbst ausgelöst worden sei. Das Gefühl übrigens, muss ich jetzt hier mal ankreiden, das hatte ich auch beim Circle Quiz, bei dem eventuell mehrere Leute dieses Podcasts irgendwie vielleicht schon mal Erfahrung gesammelt haben. Ja. Nur eventuell. Vielleicht. Und da denke ich mir auch, also beim Circle Quiz ist ja dieses Problem, dass wenn du auf dem schwarzen Feld landest und falsch beantwortest, bist du raus. So.
Aber dadurch, dass du digital würfelst und nicht mit dem richtigen Würfel, kann ja das auch jederzeit einfach von einer Person, die da in der Regie zufällig sitzt, so eingestellt werden, Nehmen die an, Christoph Krachten sitzt da im Nebenraum in der Nee, da Küche oder sitzt ja so. wirklich jemand, der die Lichtshow macht und so. Ah, okay. Ja. Das wusste ich nicht. Und dann kann er entscheiden, okay, wir sorgen mal dafür, dass Robin auf den schwarzen Stuhl kommt. Ja, zum Beispiel. Aber was jetzt dieses Arbeitslosending gerade anging, Ja. ich finde, das können sich die Öffentlich-Rechtlichen nochmal trauen, dass sie mal so ein Jobbörsenmagazin machen irgendwie. Dass sie mal eine Stunde lang echt vorstellen, das wäre doch mal ein Angebot fürs Volk. Warum wird denn nicht bei öffentlich-rechtlichen Sendern so ein Service angeboten, dass man sagt, okay, hier, es gibt freie Stellen und die stellen wir jetzt mal vor. Ja. So bei in Weimar, bei Herkules, so Friedensstraße, wird ein Kassierer gesucht. Männlich, weiblich, divers, egal. Und das ist der Job, dann wird das vorgestellt. Das wäre mal was, wo ich glaube, dass man auch die Rundfunkgegner bekommen könnte, mit wirklichem Serviceangebot. Weniger Traumschiff, weniger andere Produktionen, die sinnlos sind und Schlagershows, sondern ein bisschen mehr Service. Man kann das ja sogar trotzdem entertainend machen, wenn man das so wie Raab in Gefahr oder sowas macht. Genau. Naja, dass das halt wirklich einfach Florian Silbereisen bei Herkules an der ja, Kasse. genau, eine lustige Person, ich, zum Beispiel halt diverse Jobs einfach mal macht, weil ich halt nicht der Freund Von Arbeit bin. von Arbeit bin. Nee, aber weißt du, dass man so sagt, okay, da ist jetzt hier ein kleiner Lustikus. Der macht da Schabernack, aber am Ende kann ja trotzdem gesagt werden, hier übrigens, guck mal, so und so ist es und wenn ihr Bock habt, bewerbt euch doch mal. Das hat Potenzial. Frag doch mal Funk an, ob die dich bezahlen, dass du so einmal die Woche oder einmal im Monat so einen Job vorstellst. Ey, mach das mal. Das stelle ich mir voll cool vor. Ist halt Funk, ne? Da. Oder wer auch immer. Ja gut, Funk Also, ist ja staatlich ich sag, sozusagen. ja, ist richtig. Bei Funk arbeiten wäre halt das einzige Witzige, was mich dazu, also was für mich ein großes Pro-Argument ist, ist, wenn man dann den Funkschein nimmt, oh, hier ist meine Einnahme von Funk, hier GEZ, nimm das. So, weißt du, dass du. Ja. Das hat halt schon wieder irgendwie auch, das ist auch Poesie. Aber sonst, ja, mal gucken. Ich glaube, du kannst. Hallo, das ist jetzt mein Format, fickt euch alle. Ich glaube, du kannst halt Funk so Formate pitchen. Jederzeit. Ich glaube, die haben da so ein Button auf der Seite. Ich fände es witzig tatsächlich, wenn du das machen würdest. So ein bisschen Pränki. Ich kenne halt nur von Stefan Raab, wie der zum Beispiel bei Burger King oder McDonald's bei der Sprechanlage sitzt. Genau, singen Sie Ihre Bestellung. Genau. Genau. Auf jeden Fall ganz witzig, ja. Das kannst du auch machen mit der Prämisse. Vielleicht, wie ich mache, ist es falsch oder so, keine Ahnung. Das ist der lustige Teil und so. Und dann wird aber der Job schon irgendwie seriös vorgestellt. Ja. Der Beruf und die Stelle auch und das Unternehmen. Ich glaube, dass so eine Arbeitsstelle kommt ja auch relativ sympathisch rüber, wenn die das erlauben, dass man auch mal Scheiße baut, weißt du wie? Das könnt ihr auch mit verschiedenen YouTubern einfach mal machen. Mal irgendwie Rob Plase, mal Leon Mascher. Ja. Wen gibt es noch so? Attila Hildmann mal irgendwie. Das fände ich voll witzig. Attila Hildmann, der kann mal das im Bundestag machen. Der macht da mal Schnupperstunde. Ja, zum Beispiel. Easy. oder mal hilft man in der Adrenochrom Produktionsstelle, als Ja. er weiß, wie das ist, dass es gar nicht so schlecht ist. Warum muss man das eigentlich direkt produzieren? Kann man das nicht einfach direkt irgendwie so wie so ein Vampir aus dem Kind raussaugen oder so? Da fehlen die Zähne, glaube ich. Da brauchst du so eine Ich habe da gelesen, Zahn-OP. dass man das tatsächlich auch einfach kaufen kann. Adrenochrom? Ja. Das ist halt. Also, dass man das normal herstellen kann irgendwie und dass man dafür nicht kleine Kinder foltern muss. Ja, Adrenochrom ist halt wirklich etwas, was es wirklich gibt, aber halt nicht. Es ist halt kein Verjüngungsgetränk. Ja, das ist Bullshit, aber. Also, ich glaube, das kann man einfach kaufen. Vielleicht ist es auch wieder so ein Hexenverbrennungsfunfact, aber ich gucke jetzt mal. Adrenochrom. Bei Amazon. Kaufen. Ja, ich habe mich ein bisschen vertippt. So. Guck mal. A, B, C, R. Was ist das Ups, ich denn? wollte Adrenochrom googeln, aber bei Kinderpornos eingegeben. Sogar bei Wikipedia gibt es einen Eintrag für Adrenochrom. Also es kann ja nicht so geheim sein. Die angebliche Verjüngungsdroge der Hollywood-Elite. Hier, Adrenochrom online bestellen. Bei Müller. Müller. Sag ich doch. Oh, das ist ein Film. Ah.
Egal, also, wie gesagt, hier, China, Adrenochrom, handeln, kaufen. Alibaba. Das ist sogar rot, guck. Siehst du? Rotes Pulver. Kannst du direkt bei Alibaba bestellen. Da musst du nicht irgendein kleines Kind für foltern und durchpeitschen. Guck, das ist einfach nur rotes Pulver, das ist Asche. Naja, Kinderblut ist das. Pulverisiertes. Aber ich... Also jetzt interessiert mich, ist das ein Analplug, Alter? Was ist das gerade gewesen? Ein Adrenochrom-Analplug ist es halt wirklich, oder? Was zur Hölle ist das denn? Ja, absolut. Shanghai Kai. Ein Kilogramm, Alter, was zur Hölle? Nee, nicht weiter in der Alibaba-App, Alter, geht kacken. Das sieht so aus. Aber jetzt interessiert mich wirklich, wie wird denn da Pulver draus? Na, das kannst du doch einfach Pulvern, das ist doch... Also naja, also wo kommt dieses Pulver her? Du knechtest jetzt so ein kleines Kind, ganz normal. Das Blut und das kannst du dann... Du kannst dann das Wasser das, rausziehen. Das ist Blut, das ist doch kein Blut. Na, laue Verschwörungstheorie ja schon. Naja, aber wenn also du das jetzt Teil hier kaufst zumindest. Bei Alibaba, dann kaufst du doch kein Menschenblut. Nee, natürlich nicht. So, Stoffwechselprodukt des Adrenalins. Bla bla bla. Es wurde 1952 im Zuge klinischer Studien zum Verständnis der Schizophrenie und deren Behandlung näher untersucht. Ba-ba-ba-ba-ba. Entstehung und Abbau. Adrenochrom entsteht sowohl im menschlichen Körper in geringen Mengen als auch in der Luft durch Oxidation von Adrenalin. Die Bildung im Körper erfolgt durch... Das ist ja faszinierend. Bei der Langzeitbehandlung mit adrenalinhaltigen Augentropfen kann es zu dunklen Ablagerungen von Adrenochrom in der Hornhaut kommen. Aha. Mhm. Das so viel zu neuen Live. Alle schweifen. Also bei 9 Live könnte man sich wahrscheinlich auch ein Adrenochrom-Analplug kaufen. Bestimmt. Also, gute Sendung. Kann man mal machen. Ich finde, das hat viel Potenzial. Vielleicht hätte, wenn man das einmal einfach fair gemacht hätte, vielleicht hätte es dann eine längere Zukunft gehabt als 2011. Das ist bei vielen Dingen so, wenn die einfach, also viele Ideen waren ja ganz gut, aber dann die Umsetzung, das ist dann so ein bisschen scheiterhaufenhaft. Ja, wie zum Beispiel die Hexenverbrennung. ja. Also ich glaube, eigentlich waren das ja auch so ein bisschen Vorreiter von Twitch-Sendungen. Die sind live, die labern nicht in einer Tour voll. Es gibt nur einen Moderator, der Scheiße erzählt. Und du musst Geld spenden. Und du musst Geld spenden, das klingt wie mein Stream eigentlich. Ja, du setzt ja auch Druck ein. So, ich bin arm und so. Ah, ich hungere, Leute. Au, mein Bauch. Meine Rippen gucken schon und so. Ja, also im Grunde, die waren Vorreiter. Twitch sollte dankbar sein. Also bist du Nachfolger von 9 Live, kann man sagen. Ja. Ich könnte halt echt mal so eine neue Live-Sendung machen. Nur halt ohne Geld. Man kann halt anrufen über Discord. Ja, gute Frage. Und das Rätsel lösen. Dann überlege ich mir ein paar Rätsel. Du kannst ja andere Sachen verlosen oder mitgeben. Irgendwelche Postkarten oder keine Ahnung. Sprachnachrichten ist blöd, aber so Postkarten. Autogramme zum Beispiel. Ja, gucken. Adrenogramme. Ja. Du kannst dein Blut abzapfen, das verpulvern und dann das anbieten. Robins Blut. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ich krieg richtig Bock. Also wenn ich im Krankenhaus liege, da überlege ich mir mal was. Ich wollte ja eh schon länger mal so eine Wer wird Millionär-Sendung machen mit eine Quiz-Sendung über Nostrafe TV sozusagen. Dass eine Millionärswahl quasi. Ja, genau. Dass Leute, die wirklich sich gut auskennen mit dem Kosmos, auch wirklich was Geiles gewinnen können. Also da müsste ich mir schon noch überlegen, was der Gewinner dann bekommt. Das muss schon dann... Schlag den Noster machen wir. Schlag den Noster wäre auch geil. Die ich moderieren möchte. Und dann muss ein Fan oder wer auch immer gegen dich antreten... Und ein Teil davon ist ein Quiz, ein Nosterafu-Quiz, wer sich besser auskennt. Oh, sheesh. Ja, Schlag den Noster finde ich auch gut. Das machen wir mal. Das muss halt mit einer Person sein, die dann wirklich da ist. Und ja, klar. Also das Problem bei Schlag den Noster wäre halt, dass ich da vorher nichts von wissen dürfte wahrscheinlich. Also nö, also ich würde dann mir ein Team suchen, so mit Herodes, Kalle vielleicht, keine Ahnung, wie auch immer, oder auch andere Leute. Dann kann man ja so ein Quiz zusammentragen, was du aber nicht mitbekommst, also nicht wissen darfst. Und auch ein paar Spiele, ja, die man dann macht. So Handstand, also Klassiker, so Handstand machen, wer es länger so durchhält. Weiß ich nicht, Dinge am Geruch erraten. Weiß ja. Ich nicht, sowas. Ey, vielleicht kann ich das nach meiner OP wieder. Ich mache mir keine Hoffnung, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, dies, das. Aber sie stirbt. Das fände ich witzig. Schlag den Noster. Ja. Als Livestream. Ja, auf jeden Fall, doch. Da brauchen wir halt ein Studio, also so ein kleines irgendwie ein Raum. Ja, ich will nicht zu sehr spoilern, aber es kann sein, dass wir in diese Richtung was planen.
Ah ja. Studiomäßig. Das, ja. Also Studio ist dann vielleicht auch ein Euphemismus, weil wir brauchen etwas, was man auch zerstören kann, quasi. Hm. Beziehungsweise wo man Inhalt drin zerstören kann. Also darf es jetzt auch nicht, also das ProSieben TV Total Studio würde ich halt nicht auseinandernehmen wollen. Weißt du, wie ich es meine? Mhm. Also vielleicht ist da was machbar. Schauen wir mal. Wow, also ich bin gerade voll gehypt. Ich bin gespannt. Ja, erzähl kurz von deinem Hype, ich guck mal auf die Zeit. Nee, mein Hype ist nur, dass ich es spannend fände. Also so ein Schlag den Noster, man darf es natürlich nicht so nennen, wahrscheinlich aus Namensgründen. Aber so eine Gameshow über dich, so, das fände ich übelst krass. Und dann auch, da kann man auch so Nosterafu All-Stars, so halt Kalle und so, dann dazu buchen vielleicht. Also als Joker einsetzen. Gelegentlich. Ja. Also, und dann auch als, dann kommt auch Kalle als Joker, weißt du? Voll witzig. Ja, doch. Sehe ich. Danke, 9 Live, für diese Inspiration und danke an das Kaufen des Hörerwunschs für diese Inspiration. Tatsächlich. Dann können wir auch vielleicht dann auch Menschen anrufen. Von außerhalb, sich einklinken. Keine Ahnung. Da ist so viel Potenzial. Theoretisch kann man das auch einfach in der Wohnung machen, aber manche Aufgaben lassen sich halt eher in großflächigem Terrain oder so. Weißt du, also 50 Meter Sprint, jetzt nur mal angenommen, kannst du halt in der Wohnung nicht machen. So. Wird eher schwierig tatsächlich. Aber es muss auch kein Sprint sein, aber ja, man braucht schon mehr Platz als in der Wohnung. Ja. Das stimmt. Doch, aber das hat Potenzial. Zum Thema 9 Live, ja. Ja, weil ich denke einfach nur, dieses 9 Live-Konzept, das ist halt nicht zu Ende gedacht. Da geht schon noch mehr. Warum muss man das halt gezielt immer so bösartig machen? Das ist wie halt Bild-Zeitung. Können die nicht einfach normal eine Zeitung sein? Warum müssen die halt immer so dieses, das wir machen jetzt Teil mal mit Absicht Scheiße? So. Das ist Teil des Konzepts. Selbst 9 Live mussten ja auch irgendwie das Studio finanzieren und die ganzen Menschen finanzieren. Aber und haben halt gemerkt, wenn die Leute verarschen, können sie noch mehr Geld machen. Natürlich, aber sie können ja auch Plus machen, wenn sie die Leute nicht verarschen, oder? Ja, aber also der Kapitalismus ist aber so ausgelegt, dass es immer höher gehen muss. Dieses Anrufding gibt es ja in fast jeder Sendung. Auch bei irgendwie DSDS in der Werbepause war ja auch immer so ein Anrufding. Das hat ja jedes Konzept. Mal. Ist das gleiche Konzept. Auch da musst du dann 50 Cent bezahlen für einen Anruf und stimmst dann irgendwie ab. Ja, aber soweit ich weiß, gab es da halt nicht so diesen Betrug von wegen, du kommst mit Absicht nicht durch oder musst irgendeinen Hotbutton erwischen oder so eine Scheiße. Aber da war immer nicht klar, ob die Anrufe auch zählen. Okay. Nee, das meine ich gar nicht. Ich meine nicht Anrufe für die Kandidaten. Die hatten so zusätzlich Quiz. Noch so ein Quiz, ja. Also damals, als ich das noch... Ich dachte, unter den Anrufenden wird noch ein Auto verlost zum Beispiel. Ja. Aber da war kein Quiz, dachte ich. Doch, da war ziemlich sicher. Ich glaube, da war immer so, wie heißt der Hit von Dieter Bohlen, der ihn berühmt gemacht hat. Nee, das gab es nicht bei DSDS. Ziemlich sicher. Safe. Ey, erste Staffel habe ich verfolgt, zweite ich so ein bisschen. Ich habe die ersten 3 verfolgt. Ich bin mir sicher, dass es da das gab. Nee, bei den richtigen DSDS, also bei den... Ich war, Alter, so... Bei den Motto-Shows, ja, die da live waren, da gab es das safe nicht. Weil da wollten die ja, dass die Menschen anrufen fürs Voting... Und da wurde dann das verlost unter allen Anrufenden. Aber bei den, bei den frühen Castings vielleicht. Das kann sein. Das da gab es vielleicht ein Quiz. Da gehe ich mit. Okay. Weil es ja nicht live war und da konntest du ja nicht abstimmen. Mein erstes Konzert, auf dem ich je war, ne? DSDS in Erfurt. All Stars. Erste Staffel. Geil mit Daniel Kübelböck und so. Juliette Schoppmann. Alexander Judith Klaps, Lefebvre. Judith gab's. Jasmin. Daniel Lorenzo, Grazia, genau. Daniel L. Genau, war raus. Lorenz, genau. Achso, da hatte ich nicht mitgemacht. Nektarius, der hat eine übelst geile Stimme. Da gab es doch so eine Vanessa. Jasmine habe ich übrigens erfunden. Jasmine gab es gar nicht. Vanessa meinte ich. Die war süß. War so eine, die ist Platz 4 geworden, glaube ich. So eine Asiatin. Ich glaube, Philippinen oder so, halb philippinisch. Und Judith ist ja ausgestiegen nach irgendwie 2 Folgen. Ja, stimmt. Ich habe das verwechselt mit Juliette. Und die ist dann ersetzt worden. Judith war die beste Sängerin. Genau, und da gab's auch diesen Song, We Have a Dream. Ja. Und das Album, was ich auch hatte, irgendwie We Are United. Und als sie dann live aufgetreten sind im Fernsehen und Judith raus war, hat dann irgendwie die andere dann Judiths Part übernommen in der... Wir haben vor allem alle aufgezählt, aber Alexander Klaas den Gewinner. Doch, hab ich gesagt. Ach so. Ich finde ihn halt echt nicht so geil, muss ich sagen. Der hat eine gute Stimme, doch. Und er ist ja inzwischen Musical-Darsteller. Ja, aber der war so austauschbar irgendwie. Was ich noch sagen wollte ist, die Judith hat übelst geil gesungen, auch diese eine Stelle, die sie in dem Song hatte. Ja. Irgendwie. Also von Music was her life. Und dann hat die Neue dann nur gesungen,
Music was alive. Hat er nur geflüstert. Das fand ich voll dumm. Also von allen Leuten, die ich je bei DSDS gesehen habe, wie gesagt, ich habe dann die späteren Staffeln nicht verfolgt, war Judith mit Abstand die am besten gesungen hat. Die hat halt wirklich wie fucking Whitney Houston gesungen, Mann. Aber ich war auch so Team Juliette Schoppmann, weil die auch eine Ausbildung hatte. Die hat immer so geschrien, das hat mir nicht gefallen. Ja, das war so ihr Stil, glaube ich. Dann hat sie einen Scheiß-Stil. Ja, vielleicht. So, ich glaube, wir haben alle aufgezählt. Gut, dass wir jetzt bei DSDS auch rausgekommen sind. Menderes war noch ganz wichtig. Ja, aber der war ja nicht in der Staffel. Der war in allen Staffeln dabei. In der ersten war der, glaube ich, noch nicht dabei, oder? Ich dachte doch. Also er ist recht in den Motto-Shows, aber ich glaube, erste Staffel. Nee, aber da war er schon in den Castings, Menderes. Na gut. Schön. Leute, was geht man der Woche? Eine 9, würde ich sagen. Ja, eine 9 von live. Eine 9 live. Ja, also man kann sagen, es war unterhaltsam, kann man resümieren. Es war schon cool, die Ausrasten zu sehen. Es gab ja, es gibt auch, kann ich empfehlen, auf YouTube so Zusammenschnitte, wo die halt ausrasten. Es gibt diesen einen, ne? Diesen, fuck, hieß der Patrick oder so? Der halt sehr bekannt dafür war, dass er immer mal so einen kleinen Ausraster hatte. Der sich auch entschuldigen musste des Öfteren, so für Aussagen. Weil er dann auch privat wurde, hat dann auch irgendwelche Baumärkte denunziert. Jetzt habe ich P-Live eingegeben, oder? Fuck off, ey. Und das war schon ganz spannend, die Ausrasten zu sehen. Und einige von denen sind ja auch bekannt geworden später, einige Non-Live-Moderatoren. Ja. So, hier. Nee, Max Schradin, die hieß nicht Patrick. Und Schirmann gab es noch, Schirmanns Gebot. Das war auch so einer, der dann bekannt geworden ist. Steht hier gerade nichts. Und Ruth Moschner gab es noch? Keine Ahnung. Miriam Wimmer. Aber Max Schradin war auf jeden Fall der, den ich meine. Max Schradin, was macht denn der eigentlich heute? Das würde ich gerne wissen. Fernsehmoderator, 42 Jahre. Der war ja so unsympathisch und so uncool, aber es war spannend, ihm zuzusehen. Oh, da steht aber jetzt, ach doch, hier. Am 18. Oktober 2014 um 20 Uhr moderierte Schradin die Samstagabend schon das große Autoquiz. Also nur Quiz. Seit dem 12. Februar 2016 moderiert Schradin zusammen mit diversen Moderationspartnern die Glücksspielsendung drückglück.de auf Sport 1. Also das klingt so ein bisschen wie Kacken gehen, so drückglück. Er hat den Sprung davon nicht weggeschafft. Hier, 2012 bis 2014 moderierte er mit Teleshopping-Sender Channel 21. Seitdem, 1, 2, 3, also wirklich die ganze Zeit einfach nur Glücksspielzeug. Ja, weil er es kann halt, ne? Und er wird ja auch verbunden damit. Ich glaube nicht, dass jetzt Max Schradin irgendwie die goldene Henne moderieren könnte. Das würde halt nicht zu ihm aber passen. Aber die goldene Himbeere. Die vielleicht, ja. Na gut, also... Das war der Hörerwunsch. Wir haben viele neue Ideen gekriegt, das ist wichtig. Ja. Abschweifen, das ist unser Markenzeichen, genau dafür sind wir bekannt. Das ist völlig okay. Dafür bezahlen die ja auch letztendlich. Ja, die wollen ja also neuen Live und jetzt reden wir wieder über den Holocaust, ne? Nee, nicht immer. Man kann nicht nur über den Holocaust sprechen. Ja. Aber es ist ein wichtiges Thema. Es ist ein wichtiges Thema, man muss darauf aufmerksam machen. Wir können nur sagen, danke für den Hörerwunsch. Wir hoffen, dass ihr zufrieden seid und besonders derjenige, der 20 Euro bezahlt hat und können euch nur ermutigen, weiterhin Brennpunkt Hörerwünsche zu ich will nicht sagen kaufen, es ist ja eher eine Spende, ja. Damit wir diesen Brennpunkt quasi auf Spotify halten können. Wir müssen ja auch Gebühren zahlen und so, kann man ja mal ganz transparent sagen, für Soundcloud Premium. Macht das weiter und wir haben jetzt noch einen in der Pipeline und zwar über Weimar. Auf den habe ich richtig Bock, muss ich sagen. Ich auch. Deswegen, da muss ich gar nicht recherchieren vorher. Das ist für mich dann einfach... Die Lowlights und Highlights der Stadt. Und da gibt es so ein, zwei Storys, die man auf jeden Fall mal auspacken kann. Ja. Und ich finde, zwischen Kotze und Kultur ist ein gutes Stichwort, um über Weimar zu reden. Und ich verspreche, wir werden Dinge auspacken über Weimar und Sachen, die wir hier erlebt haben, die wir noch nie erzählt haben. Bam. Das ist doch ein guter Cliffhanger. Gut, Leute, die Musik, mein Trommelfell, mir schlackern die Ohren, die Vorhaut fliegt weg. Leute, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, liebe Leute, tschüss, liebe Leute. Ruft an!